Hallo ihr Süßen, gestern ist meine Glossybox angekommen und ich wollte mit euch jetzt schnell ein kleines Unboxing machen. Und bevor jetzt irgendwelche Fragen aufkommen, ich bin nicht bei mir daheim, ich bin gerade im Zimmer von meinem Freund. Also, die Glossybox kam wie immer in so eine Schachtel an und die ist jetzt braun mit rosanen Glossybox-Zeichen drauf. Und ich mache die jetzt mal auf. Und dann ist ganz oben drauf die Glossy Mac. Das ist eine Zeitschrift, die Glossy Box schreibt und entwirft. Und da sind zum Beispiel Dufttipps drin und die Bloggers Wishlist. Da wird gezeigt, was sich halt Blogger wünschen. Und es ist zum Beispiel die Naked Palette oder die Flash Color Palette oder der Opi Nagellack The Man with the Golden Gun. Das ist dieser Nagellack von Opi, dieser goldene, in dem 18 Karat echtes Gold enthalten sind, also Blattgold. Und normale Opi-Nagellack kosten ja, glaube ich, ca. 16 Euro. Und der kostet jetzt aber so ungefähr 30 Euro, was aber auch verständlich ist, weil da ja Gold enthalten ist. Und ich kann euch den gerade mal zeigen, der ist hier. Und es wünschen sich anscheinend viele, da das auf Platz 3 ist und diese beiden Paletten sind beide auf Platz 2. Und auf Platz 1 kann ich euch auch noch sagen, ist die Fab Beauty Case. Die kostet 100 Euro und ist von Fab. Das ist die rosane hier. Ich weiß nicht, also für die würde ich jetzt keine 100 Euro ausgeben. Aber auf jeden Fall interessant, die Glossy Mac, und ist immer wieder cool, die anzuschauen. Dann packe ich jetzt ruhig die Glossy Box raus. Und da ist hier unten in der Schachtel, hier, ein Kärtchen drin. Und das ist ein Wellness-Gutschein im Wert von 40 Euro auf beauty24, also von beauty24.de oder auf beauty24.de. Und ja, jetzt habe ich einen Wellness-Gutschein. Dann habe ich hier Geschenkpapier und einen 10-Euro-Gutschein von Zalando. Und das ist hier so ein Geschenkpapier, so ein blaues mit braunen und weißen Schuhen drauf. Da haben sie sich was Süßes überlegt, wirklich. Finde ich cool. Dann mache ich jetzt die Glossy Box auf. Die ist auch wieder so eine harte Schachtel. Und die ist da drin schwarz und da sind auch so rosane Glossy Box Zeichen drauf. Und als erstes sehe ich hier oben. Ein Handwärmer. Das ist ein Glossybox-Handwärmer. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist hier unten dieses Münzchen drin, dieses Plättchen. Und das muss man knicken und dann wird es hier ganz warm. Also das ist so ein Handwärmer oder Taschenwärmer oder wie man das noch nennen kann. Das ist echt eine süße Idee auch. Dann ist hier so ein Kärtchen. Da drin, wenn ich die jetzt aufklappe, sind die Produkte aufgelistet, die hier enthalten sind. Und ich lese euch kurz vor, was vorne drauf steht. Also ich mache das jetzt noch nicht auf. Also, da steht drauf, vorweihnachtliches Verwöhnprogramm mit Glossybox Seasons Greetings. Gemächlich hält der Winter bei uns mit seiner besonderen Würze und weihnachtlicher Vorfreude Einzug. Für diese besinnliche Zeit bringt die aktuelle Glossybox die passenden Beauty-Überraschungen direkt nach Hause. Beste Pflege und ein rosiges Finish für zarte Apfelbäckchen. Auch noch auf der Suche nach der passenden Geschenkidee für Ihre Lieben? Dann lassen Sie sich von den Produkten aus der Seasons Greetings Box inspirieren. Weihnachten ist die Zeit der kleinen Freuden. Und so hat Lolita Lempicka eine Delikatesse aus dem Reich der Düfte für sie beigelegt. Und mit im Gepäck ist ein besonders wärmender Gruß. Der Glossy Handwärmer ist unser November-Goodie und sorgt für wohlige Wärme. Eiskalte Hände ade. Viel Spaß am Entdecken der vorweihnachtlichen Produkte wünscht Ihnen Ihr Glossybox-Team. Das haben sie auch wieder voll süß geschrieben. Und hier hinten ist sogar noch ein Rezept drauf. Das sind Schokohimbeeren. Okay. Also das ist
ich bin schon voll begeistert jetzt einfach von der Box, weil so wie das alles vorbereitet wurde, finde ich, ist es wirklich eine Limited Edition für die Glossy Box. Also das ist wirklich nochmal, ich meine, die Glossy Box selber ist ja schon was Besonderes, aber so ist die einfach noch besonderer als sonst. Und das finde ich sehr gut, weil wenn man immer und immer einfach noch eine Glossy Box bekommt, mal reinguckt, ach, sind tolle Produkte drin, ja, schön, dann ist immer nichts mehr Besonderes. Aber so machen die das echt gut, also das gefällt mir. Dann ist hier nochmal ein Kärtchen drauf. Das ist ein Elch und eine Frau. Und, das ist wieder von dieser Lolita Lempicka. Und zwar ist es ein Parfüm in Apfelform. Die Flasche sieht echt süß aus. Mal schauen. Also es steht eigentlich nichts Besonderes drauf, bloß halt, dass es ein Parfüm ist und man kann eins davon gewinnen. Da kann man auf www.beautyhotspot.de/Aktionen gehen und dann kann man sich da für ein Gewinnspiel anmelden. Dann ist jetzt hier die Glossy Box, die mache ich jetzt auf. Hier ist so ein rosa Bändchen und das Papier drin ist schwarz. Und dann als erstes sehe ich hier, oh Gott, eben von dieser Lolita Lempicka eine Duftprobe, die jetzt schon rausgefallen ist. Und die riecht, wow, die riecht echt gut. Das mal ausprobieren. Also es riecht echt gut, es riecht irgendwie fruchtig und herb und süß und alles miteinander und ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass mir ein Duft auf Anhieb gefällt. Also ganz komisch, dass mir ein Duft auf Anhieb gefällt. Normalerweise bin ich immer ganz, 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 ganz kritisch bei Parfümen, wie auch immer. Aber der riecht wirklich gut. Dann habe ich als nächstes hier ein Burt's Bees Labello. Und zwar aus Bienenwachs oder Honig. Ich weiß nicht, da steht drauf. Ah, Honey Lip Balm. Ja, Honiglippenpflege. Oder französisch Bon pour les Lèvres au Miel. Und da steht drauf, der ist 100% naturell. Und ist wahrscheinlich komplett aus Bienenwachs oder so oder aus Honig komplett gemacht. Also ein ganz natürliches Produkt. Und das finde ich auch gut, weil ich finde irgendwie Labellos, die zum Beispiel, ich weiß nicht, was es war, ich glaube, es waren DMs Eigenmarke Baleas Labellos. Ich weiß nicht, ob die immer noch so sind, aber ich weiß noch von ganz früher, also so vor zwei, drei Jahren, habe ich mir da Labellos gekauft, zum Beispiel so einen hellblauen. Die Packung war hellblau und das war Kokosnuss. Und bei dem Geruch, wenn ich das gerochen habe, da wurde mir ganz schlecht. Das riecht nicht nach Kokosnuss, das riecht nach irgendwie geschmolzenem Plastik mit bisschen Kokosnuss. Also es war wirklich, wirklich eklig. Und wenn ich da so Naturprodukte habe, dann denke ich mir immer, also die sind nicht so eklig, die riechen nicht nach Plastik, die sind wirklich 100% so, wie sie sein sollen. Und das finde ich auch sehr gut. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Ökotyp oder so, aber ich finde irgendwie Labellos, die wirklich künstlich riechen und boah, mag ich gar nicht. Dann sehe ich hier ein Blush von Glossy Box. Und zwar ist der von Kryolan und wurde für die Glossy Box designt. Und das ist der Blusher Glossy Rosewood. Okay, von Kryolan finde ich schon mal sehr gut. Sieht er hier so aus. Ist einfach so ein sehr deckendes, aber gut pigmentiertes Rosa. Sieht man ganz schlecht gerade, oder? Also ist auf jeden Fall sehr gut pigmentiert. Also sehr gut. Kommt mir aber irgendwie nicht vor wie ein Blush, sondern eher wie ein Lidschatten, wie ein rosaner Lidschatten. Aber der ist sehr, sehr cremig, sehr, sehr ganz, ganz, ganz weich und muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Oh, ich hab's schon kaputt. Ah, nee, das kann man hier wieder reinmachen.
Okay. Auch cool. Dann habe ich hier eine Handcreme. Und zwar die Eau Thermale Avant Cold Cream. Das ist eine Handcreme für... die pflegt und schützt rissige und strapazierte Hände. Und mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil hier irgendwie alles auf allen möglichen Sprachen draufsteht, nur kaum was auf Deutsch. Aufmachen ist auch schwer. Da ist so eine Folie drauf. Ich mache die kurz auf, damit ich euch sagen kann, wie die so ist. Also der Geruch. Ist nicht so. Also nicht schlecht, aber nichts Besonderes. Also so. Weiß nicht. Bin Besseres gewohnt eigentlich. Aber die ist ganz, ganz cremig und weich. Und zieht erstaunlich schnell ein. Naja, also der Geruch ist nicht so, aber sonst geht's eigentlich. Dann habe ich hier von Kérastase Paris eine Creme oder eine Maske. Da kann man hier irgendwas auf Facebook liken. Jetzt machen die da schon Facebook-Werbung drauf. Ich mache das gerade mal weg. Und zwar ist es eine Haarmaske, glaube ich. Da steht nämlich drauf Nutri-Will plus Anti-Frizz. Also Anti-Frizz hört sich jetzt nach Haaren an. Also denke ich, das ist eine Haarmaske. Hier steht, hier steht drauf Apply 1 to 2 walnut sizes amounts of mask to shampooed and towel dried hair. Leave on for 10 to 15 minutes. Rinse carefully in case of contact with ice. Rinse them immediately. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall eine Haarmaske von Kérastase. Man muss die auf gewaschene, handtuchtrockene Haare 2 bis 3 walnussgroße Tröpfchen nehmen und die in die Haare einmassieren, und zwar für 10 bis 15 Minuten. Und das finde ich auch sehr cool, weil meine Haare sind schon ziemlich strapaziert an den Spitzen unten, und ich bin gerade eh auf der Suche nach guten Pflegeprodukten für meine Haare, und die würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und als letztes habe ich hier noch was, und zwar einen Gertraud Gruber Multistick 51. Das ist der hier. Und was das ist, das weiß ich nicht. Ich mache ihn kurz auf. Ist auch wieder so verpackt in so einer Folie. Es geht schwer auf. Ach so, okay. Also das ist hier so ein metallic-blauer Stift. Den kann man als, wie gesagt, das ist ein Multistick, also den kann man wahrscheinlich als Eyeliner nehmen, als Kajal, als Lidschatten, als alles Mögliche, meine ich zumindest. Und ich probiere swatch den mal kurz. Also der lässt sich sehr gut auftragen und der deckt super. Deckt richtig gut, und die Farbe ist auch sehr schön. Das ist also so ein richtiges Metallic Blau. Das würde jetzt gerade auch zu meinem Pulli passen. Der ist auch so grau mit ganz leichtem bläulichen Stich, und der ist sehr schön für den Winter. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also finde ich cool. Würde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch sagen, als was man ihn verwenden kann und als was vielleicht auch nicht. Und das war's dann. Also das waren die 5 Produkte. Der Multistick, die Handcreme, Labello, Blush, Haarmaske
die runterfällt. Und diese kleine Parfümprobe hier noch. Und ich werde auf jeden Fall die Produkte probieren und testen und euch berichten. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüssi!